Grüß euch bei der Alpen Academy. Heute ganz anderes Video. In aller Kürze. Nicht viel schneiden, kein Hintergrund, kein Tourguide. Es regt mich was auf und es wird Zeit, dass darüber mal vernünftig gesprochen wird. In den letzten Tagen und Wochen kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Kühen auf einer Weide und es sind immer Wanderer beteiligt, es sind immer Touristen, Wanderer, Idioten beteiligt, die vollkommenen Schwachsinn auf der Weide aufführen und dann passieren Unfälle. Und es ist mittlerweile zum Kotzen, was im Internet für Sachen umgängern, die mit Kühen gemacht werden. Im ORF gab es vor kurzem einen Beitrag, da hat man gesehen, wie von einer Weide im Minutentakt Leute, wurscht woher sie kommen und wurscht wer sie sind, in welchem Alter, zu einer Kuh hingängern, die Kuh streicheln und füttern wollen und Fotos mit ihr machen und Selfies und niemand kommt auf die Idee, dass das einfach eine Scheißidee ist. Und es regt mich mittlerweile auf. Ich sehe es jede Woche in der Innsbrucker Umgebung, in ganz Tirol, im Ötztal, im Seelrhein, im Stubaital, auf jeder Weide, wo viele Leute unterwegs sind, wird immer irgendein Scheißdreck gebaut. Und der Landwirt ist halt nicht immer da, dass er dann die Leute wieder verscheicht und ihnen erklärt, wie man mit einer Kuh umgeht. Alle 5 Meter ist mittlerweile auf einer Weide ein Schild aufgestellt. Lasst die Kühe mit ihren Kalben in Ruhe. Lasst die Mutterkühe in Ruhe, lasst die Herden in Ruhe, geht's nicht zu weit zu, haltet seinen Abstand, leint die Hunde an. Im Notfall, wenn es zwischen Hund und Kuh zur Spannung kommt, lasst die Leine los. Diese ganzen Sachen, sie funktionieren einfach nicht. Es ist vollkommen egal, die Leute rennen in die Weide rein, machen Blödsinn und der neicheste Scheiß, den ich jetzt gesehen habe, habe ich jetzt wieder im Internet gesehen, ist jetzt auf die Weide aufgegangen. Und dann die Kühe mit einem epileptischen Anfall erschrecken. Und jetzt sind 13 Kühe leider angestürzt. Das ist aber blöd. Was, damit ich ein Internetvideo habe, das ich dann irgendwo herzagen kann. Vollkommen bescheuert. Es ist vollkommener Irrsinn, mit einer Kuh so respektlos umzugehen. Und ich frage mich, wann dieser Blödsinn angefangen hat. Wir sind vor 10 Jahren auf die Berggänge, auf die Almen aufgegangen und es war kein Problem. Es war vollkommen klar, auch ohne Schilder, dass ich zügig und ohne Umweg durch die Kuhherde nicht durchgehe, sondern drumherum einen Abstand zu einer halt. Und die Kühe einfach in Ruhe lassen. Wurscht, ob das eine ist, ob das 5 sind, ob da ein Kalb dabei ist oder nicht. Ich bleib nicht stehen, ich mache keine Fotos mit ihr. Es ist nicht so schwer. Und ich habe mir kurz überlegt, machst ein vernünftiges Video dazu. Machst ein Video, wo du vielleicht dann mit einem Bauern da aus der Gegend redest und erklärst, wie man mit den Kühen umgeht. Aber jetzt gerade, wo ich jetzt wieder gelesen habe, 13 Kühe stürzen drauf. 13 Kühe verletzten sie, ich glaube eine oder zwei sind gestorben. Und alles immer aus so einer Panik heraus, die von irgendeinem Idioten erzeugt wird, der sich nicht zusammenreißen kann und den Kühen am Arsch gehen muss. Und das sind solche Idioten. Weil, was sind die Konsequenzen? Ja klar, der Bauer ist ja kein Trottel, der denkt sich, gut, wenn alle anderen sich nicht mehr benehmen können, dann wird der Weg jetzt gesperrt. Dann darf niemand mehr das Gelände betreten. In Oberösterreich hat es der erste Landwirt jetzt gemacht. Die Kühe betreiben Landschaftspflege, die Menschen nicht. Deswegen dürfen die Kühe jetzt in Zukunft diese Weide weiter beweiden. Der Mensch darf nimmer drüber gehen, weil das Risiko, dass der Mensch wieder irgendeinen Blödsinn macht, ist einfach zu groß. Und dieses Szenario, dass sie die Menschen eben nehmen, aber die Kühe immer aggressiver werden, was ja immer mehr Leute auch sagen, das ist einfach Blödsinn. Die Leute benehmen sich nur immer blöder. Weil die Kühe sind in den letzten 20 Jahren nicht aggressiver geworden, die haben auch keinen Kurs beim Kampfsport gemacht, sondern die sind immer nur die gleichen Kühe, nur die Leute müssen für irgendwelche depperten Fotos jetzt immer zur Kuh zugehen.
Und was haben wir davon? Die Wege werden abgesperrt, die Bauern lassen sich das nicht länger gefallen, weil das Beste ist ja, wenn dann einer Kuh was passiert, oder noch besser, es passiert einem Menschen was, weil die Kuh sie wehrt, dann rennen sie zum nächsten Anwalt und dann wollen sie den Bauern auf Schadensersatz einklagen. Super, weil wenn ich mich nämlich scheiße verhalte, dann ist das Erste, was ich mache, dass ich komplett resigniere und sage, alle anderen sind schuld, nur ich nicht. Und das ist so ein asoziales Arschlochverhalten. Und ich frage mich wirklich, wieso das so honoriert wird in den sozialen Medien. Sind alle Leute in den sozialen Medien neuerdings deppert worden? Oder was ist los? Warum ist das so cool, dass ich ein Foto mache mit einer Kuh und dann irgendwo auf Instagram post und dann denken sich 100 andere Leute, Wahnsinn, super geil, das machen wir jetzt nämlich auch. Jetzt gehen wir nämlich aufs nächste Wort auf und dann schauen wir, wo wir eine Kölbe finden, mit dem wir ein Foto machen können. Und das wird immer schlimmer werden. Und der neueste heiße Scheiß mit ihren epileptischen Anfällen, die sie vor einer Kuh gehört haben, dass die dann alle in Panik ausbrechen und wegrennen, das ist sowieso der größte Hit. Weil entweder die Kühe stürzen an, so wie es jetzt passiert ist, oder noch besser, die rennen die Wanderer über den Haufen. Das ist nämlich eine ganz geniale Idee. Weil dann sind wir nicht nur schuld dafür, dass die Kühe wehtun oder man sich selber wehtut, sondern dass gleich andere Menschen auch noch draufkommen. Super! Ganz genial, wirklich. Ich bin so froh, dass das jetzt wieder ein neuer Trend ist, weil den können wir uns jetzt gleich wieder dann zu Gemüte führen, wenn die Nachrichten steht, ja, eine Frau und ein Mann und mit ihren Kindern, die stehen jetzt mit dem Anwalt beim Bauern und sagen, sie wollen jetzt einen Schadensersatz, weil sie sind von der Kuh verletzt worden und sie haben überhaupt nichts dran, außer dass sie durch die Weiden durchgehen wollten. Und das ist immer die gleiche Lüge. Es ist immer der gleiche Schwachsinn, weil immer wenn ich irgendwo am Berg bin und in der Nähe dieser Weide, dann sehe ich immer, wie sich die Leute deppert verhalten und immer stehen bleiben bei der Herde und Fotos machen und es ist wurscht, ob ich mich dann dazustelle und dann ein Selfie mit der Kuh mache oder ob ich dann einfach nur davor stehe und Fotos mache und filme. Es ist immer ein Schwachsinn und ich verstehe nicht, warum das nicht mehr funktioniert, dass man sie einfach zusammenreißt und es regt mich so auf. Weil wir zahlen drauf, alle Bergsteiger zahlen drauf, alle Wanderer und Bergsteiger, die einfach ganz normal in die Berg gehen, die zahlen drauf, weil so ein paar hundert Hanseln, und es werden ja komischerweise immer mehr, sie einfach nicht zusammenreißen können und einfach nicht friedlich irgendwo durchmarschieren können. Und ich weiß, ich wiederhole mich jetzt schon zum 7. Mal, aber es kotzt mir einfach so an. Es ist so frustrierend, das zu sehen, die Frechheit zu haben. Einerseits, sie so dumm zu verhalten, so deppert zu sein, die Kuh in Gefahr zu bringen oder die ganze Herde in Gefahr zu bringen, wie man sieht, sich selbst in Gefahr zu bringen und andere Wanderer auch. Und dann hat man nur die Frechheit, im Nachhinein hinzurennen und zu schauen, ob man irgendwo einen Schadensersatz ausklagen kann. Wie kann man so dreist und so asozial sein? Das ist ein Wahnsinn. Und ich bin auf 180, weil letztlich, wenn die eine Person dann um ein paar tausend Euro reicher ist, weil der Bauer einen Teilschutz zugesprochen kriegt oder sonst was, dann zahlen trotzdem alle anderen drauf. Hauptsache die eine Person ist zufrieden, weil die einen Scheiß gebaut hat und dafür dann auch noch belohnt worden ist. Und das ist ein absoluter Irrsinn. Na, mir fällt zu dieser Scheiße nichts mehr ein. Alle vernünftigen Bergsteiger gehen auf die Berg, weil sie die Landschaft genießen wollen, weil sie die Freiheit spüren wollen, weil sie die schönen Berge genießen wollen, weil sie ein Abenteuer haben wollen. Aber ein paar Idioten, die gehen in die Berg, damit sie sich dumm aufführen können. Und wir zahlen dafür drauf. Teilt das Video mit einem Vollpfosten, der das macht. Vielleicht gibt ihm das zu denken. Ich hoffe, dass es irgendwem zu denken gibt. Ich bin kein Bauer und mir regt das so auf. Und ich kann nachvollziehen, dass alle Landwirte einen richtigen Hass haben. Weil schließlich ist es ihr Risiko, das sie da eingehen, wenn sie die Leute über die Weide marschieren lassen, obwohl sie das nicht müssen. Und es dann immer wieder Zwischenfälle mit ärgerer Kühe gibt. Kann man nicht einfach normal sein, die Viecher in Ruhe lassen, nicht andere Leute und die Viecher und sich selber gefährden? Ist es so schwer? Macht es so viel Spaß, Kühe erschrecken? Ist es so lustig? Muss man sein Kind mittlerweile schon auf die Kuh draufsetzen und dann ein Foto machen? Du bringst dein Kind damit auch in Gefahr, das nichts dafür kann, nur weil du so deppert bist.
reißt euch ein bisschen zusammen, alle miteinander. Alle Leute, die jetzt hier auf ihre depperten Trends eingängen, reißt euch einfach zusammen. Eigentlich habt ihr Klick alle miteinander, die sich immer so blöd aufführen, dass euch noch nichts Schlimmeres passiert ist, als dass die Kühe weggerannt sind. Wart's mal ab, bis der Bulle da drin ist. Weil der wird euch nicht weglaufen. Kann man so dumm sein. Ich versteh's nicht. Schnurstracks durch, beim Weidenzaun wieder durch, fertig, aus. Mehr ist es nicht. Es gibt keine Regeln, es braucht keinen Kurs dafür. Du gehst durch die Weide gerade durch, du ignorierst die Kühe ignorieren dich. Keine Fotos, keine Selfies, keine Videos, ihr erschreckt's nicht, ich krieg keinen epileptischen Anfall da drin. Ich brauch kein Material für TikTok, kein Material für Instagram, kein Material für Facebook. Ich lasse die Kühe einfach in Ruhe. Das hat die letzten 100 Jahre funktioniert und ich hoffe, dass das jetzt in Zukunft auch funktionieren wird. Es macht überhaupt keinen Sinn, was wir da machen. Es bereitet uns allen nur einen riesen Ärger und Probleme. Weil die Kühe werden auch immer ängstlicher. Weil wenn die Kühe so viele Probleme mit den Leuten kriegen, was glaubst, was dann immer los sein wird in Zukunft? Wenn immer wieder Wanderer durchgängen und immer wieder einen Schaß bauen. Die werden auch misstrauisch, die Kühe. Die sind nicht deppert. Die Weidviecher sind nicht blöd. Und wenn ständig ein Mensch vorbeigeht und der Kuh am Arsch geht, dann wird die Kuh irgendwann denjenigen gegenüber, die ihr nicht am Arsch gingen, vielleicht auch ängstlich und misstrauisch sein und hektisch. Und dann wird es tatsächlich mal zu Situationen kommen, wo der Mensch nichts dafür kann. Aber nur deswegen, weil vorher 100 andere Leute da waren, die der Kuh am Arsch gegangen sind. Also reißt euch bitte mal zusammen. Und ich weiß, dass die Mehrheit der Menschen vernünftig auf der Weide unterwegs ist. Aber die Masse, die einen kompletten Dachschaden hat, die ist leider lauter. Und die ist leider gefährlicher als alle, die vernünftig sind. Weil die vernünftig sind, die machen eh keinen Ärger. Und ich weiß, dass die meisten von euch keinen Ärger machen. Aber ein paar Idioten gibt's immer. Bei jedem Tag steht ein Dummer auf. Macht's es gut, habe ich Ehre. Nächste Woche gibt's wieder ein normales Video.